Hallo, liebe Geschwister. Zuerst einmal eine Entschuldigung für gestern. Offenbar hatte mein Handy keine Lust mehr, über Endzeit nachzudenken oder wollte es besonders mysteriös machen. Ich hatte bloß keine Zeit mehr, nochmal die Andacht aufzunehmen. Schade, dass es so verwackelt ist, aber es kommt ja nicht aufs Bild an. So fotogen bin ich nun auch nicht, dass ich da unbedingt so toll zu sehen sein muss, sondern das Wort zählt doch. Und mit diesem Wort wollen wir weitermachen. Und zwar möchte ich Sie einladen, nun zu hören auf sieben Gleichnisse. Kurze und lange. Heute werden wir die ersten zwei haben. Sieben Gleichnisse. Sie werden sich erinnern, dass wir schon einmal bei Matthäus eine Zusammenstellung von sieben Gleichnissen gehabt haben. Das Besondere an diesen sieben Gleichnissen ist, dass sie in den anderen Evangelien in dieser Weise nicht zu finden sind. Bei Markus tauchen sie überhaupt nicht auf. Bei Lukas tauchen fünf von diesen sieben in etwas anderer Form auf, aber vor allem an anderer Stelle. Während also Matthäus sie ganz bewusst zusammenführt, diese Gleichnisse, weil sie letztlich ein Stück einläuten, auch diese Zeit des Einzugs in Jerusalem und all der Geschichten dann, die mit der Passion zusammenhängen. Was diese Gleichnisse vereint, ist, dass sie alle um das Erscheinen des Herrn gehen und damit auch um die Wachsamkeit. Einige haben sie sozusagen als, ja, Gleichnisse genannt, als Advents-, Ankündigung-Gleichnisse. Andere nennen sie Erscheinungsgleichnisse. Je nachdem, wie man sie auch immer benennen will, es sind Gleichnisse, die Jesus erzählt, um Menschen deutlich zu machen, wie wird es sein, wenn er erscheint? Wie wird er sein, wenn Menschen entrückt werden? Wie wird es sein? Und genug der Vorrede. Wir gehen gleich ins die erste hinein. Heute, wie gesagt, die ersten zwei kurze Worte, aber wichtig. Und ich setze noch einmal ein bei Matthäus 24, den 36. Vers, weil man sich da nicht ganz einig ist, ob der ans Ende des Feigenbaumgleichnisses gehört oder eher zu diesen wachsamen Bleib-Gleichnissen. Ich lese von Vers 36 bis Vers 44. An welchem Tag und zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern ganz allein der Vater. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noachs. Vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten oder verheirateten ihre Kinder, so lebten sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche stieg. Sie ahnten nichts, bis die große Flut kam und sie alle wegriss. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Dann werden zwei Männer zusammen auf dem Feld arbeiten. Den einen wird der Menschensohn zu sich holen, den anderen zurücklassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen. Die eine wird er zu sich holen und die andere zurücklassen. Bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Macht euch bewusst, wenn der Herr wüsste, wann der Dieb in der Nacht kommt, würde er wach bleiben. Er würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum sollt auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Eigentlich gleich drei Bildworte, drei Gleichnisse. Das erste, liebe Geschwister, was er sagt, ist, ihr wisst nicht die Zeit. Haben wir es letzte schon gestern gehabt, dass ich gesagt habe,
keiner soll das berechnen. Interessanterweise, nicht einmal der Sohn weiß es, heißt es. Übrigens haben einige Handschriften dieses gestrichen, weil man nicht wollte, dass Jesus so, ja, unvollkommen erscheint, weil man ihn noch mehr in die Nähe Gottes hineinrücken wollte, aber er sagt sehr deutlich an dieser Stelle, und das sagen auch die älteren Schriften, denen wir auch mehr trauen, die näher am Geschehen dran sind. Er weiß es nicht, nur der Vater. Und die Engel, die noch niederer sind als letztlich selbst wir Menschen, selbst sie wissen es nicht. Es steht uns auch nicht zu. Und er sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Interessant ist, dass wir entdecken, dass Noah für ihn tatsächlich zu den Glaubensvätern gehört. Also nicht irgendeine Gleichnisgeschichte, sondern für ihn ist Noah tatsächlich eine historisch existierende Person. Jesus spricht von ihm. In den Schriften lesen wir das immer wieder, dass auf Noah Bezug genommen wird, und zwar nicht als Legende, sondern als historische Person. Als Vater, der Gott vertraut hat. Glaubensvater. Zur Zeit Noahs. Die Leute hatten nicht unbedingt Not, wenn man genau schaut. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Also Nahrung war genügend da. Übrigens auch in der Bibel, in der Offenbarung heißt es durchaus nicht, dass die Menschen Not litten, bevor das Reich kommt. Der Antichrist lässt offenbar ein Reich aufblühen, zumindest für die, die ihm folgen. Und die Christen sind dann die Ewiggestrigen, die langsam mehr und mehr ins Abseits geraten. Und auf die man schaut und sagt, naja, die mit ihren Glauben noch an einen Gott, halten sich an den alten Dingen fest, was soll's. Können wir vergessen. Oder sie sagen, sie sind gefährlich, Fundamentalisten. Wir müssen sie in die Schranken weisen. Wir kennen solche Sätze. Also, für Leib war gesorgt, Sex ging auch, heiraten und verheiratet werden entsprechend genauso. Und das ging alles bis zu diesem Tag, an dem sie die Flut überraschte. Und doch, so überraschend kam die Flut nicht, denn Noah baute in aller Öffentlichkeit das Boot. Und die Leute konnten sehen, was da geschieht, und sie konnten mit ihm sprechen und sie konnten seine Warnungen hören. Und sie haben auch gesagt, der Spinner. An dieser Stelle hat sie die Flut dann überrascht und sie wurden dahin gerafft. Ein drastisches Bild, was aber deutlich macht, und Jesus sagt es auch, wenn der Menschensohn kommen wird, dann wird es genau so sein. Und er sagt damit auch, wer nicht vorbereitet ist, wer nicht vertraut hat, wer nicht wachsam war, wird vergehen. Zweites Bildwort. An die Männer gerichtet. Zwei Männer auf dem Feld. Feldarbeit war, wenn ich kein Mann zu Hause war, Männersache. Aus einer Familie, man kümmerte sich gemeinsam drum, und er sagt, und er erscheint, und den einen wird er mit sich nehmen, den anderen nicht. Der eine wird sozusagen, ja, entrückt. Der andere bleibt zurück. Der eine erhält Zugang zum Reich Gottes, bei dem anderen zeigt sich, sein Glaube ist zu schwach. An die Frauen gewandt. Ähnliches Bild. Sie mahlen Mehl zwischen den zwei Riesensteinen und teilen sich die Arbeit. Die eine wird entrückt, die andere bleibt. Wieder das Gleiche geschehen. Und er sagt, achtet darauf, dass ihr zu denen gehört, die bereit sind. Achtet darauf, dass ihr jeden Tag, jede Stunde damit rechnet. Ein drittes kurzes Bild fügt er an. Wir werden sehen,
ob es noch direkt dazugehört. Er sagt, wenn ein Hausherr wüsste, dass heute Nacht bei ihm eingebrochen würde, wann der Dieb kommt, würde er sich darauf vorbereiten und würde nicht zulassen, dass man ihn bestiehlt. So seid auch ihr wachsam. Man könnte nun sagen, man kann ja nicht die ganze Zeit letztlich wachsam sein. Aber ich denke, es geht dabei um eine Herzenshaltung. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis sehr deutlich, dass wir damit daran glauben, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber wahrscheinlich denken wir auch, komm wieder, Herr Jesus, aber nicht bald. Denn ich habe meinen Urlaub schon geplant oder ich will doch noch dies und jenes und ich habe das noch vor. Wir haben uns Pläne gemacht, die weit, weit reichen, aber letztendlich, wenn der Herr kommt, wird alles Planen umsonst sein. Wenn der Herr kommt und wir bleiben zurück, gehen wir in die Zeit der Bedrängnis hinein. Eine letzte Chance, wie sie uns geschildert wird in der Offenbarung. Aber die, die treu waren, werden schon zum Herrn kommen. Entrückt. Entrückung. Ja, heißes Thema, aber wir lassen es erstmal dabei. Drei Worte, die uns an die Hand nehmen und sagen, es ist nötig, sich nicht einlullen zu lassen. Es ist nötig, nicht müde zu werden. Es ist nötig, den Funken am Glimmen, nicht nur am Glimmen, sondern am Lodern zu halten, die Flamme zu hüten, die Flamme der Liebe, der Hoffnung, des Glaubens, stark zu bleiben in allen Anfechtungen. Herr, wir hören diese Worte und wir erkennen darin auch unsere Schwachheit. Wir erkennen, dass wir oft uns ablenken lassen. Wir erkennen, dass wir uns von den Dingen täuschen lassen und vieles uns wichtiger ist als du. Wir erkennen, wie oft wir träge sind und nicht nach deinem Wort leben. Herr, hilf uns und lass nicht zu, dass wir müde werden. Lass nicht zu, dass wir uns einlullen lassen. Lass nicht zu, dass die Dinge einfach mehr Macht über uns gewinnen. Du bist unser Herr. Stärke du uns im Glauben. Stärke du uns auch in der Treue, auch gegenüber deinem Wort. Damit wir dich loben, dich ehren und bei dir in Jesus Christus bleiben. Amen. Möge Gott sie segnen an diesem Tag und mit ihnen gehen.